Was versteht man unter Feuern bzw. Befeuern beim Dampfen? Eine E-Zigarette besteht im Wesentlichen aus einem Akkuträger, das wäre das untere Teil da, und einem Verdampfer, das wäre das obere Teil. Spricht man also vom Befeuern bzw. Feuern einer E-Zigarette, geht es um die Leistung in Form von elektronischer Spannung, sprich die Leistung, die sich im Akku befindet, die man in den Verdampfer schickt. Um die Heizwendel, die sich in dem Verdampfer drin befindet, zu erhitzen und anschließend, dass das Liquid, das sich in diesem Verdampfer befindet, sich erwärmt und dann zum Dampfen beginnt. Vom Befeuern spricht man in der Regel, wenn es um die Höhe bzw. um die Art der Leistung geht, die man in den Verdampfer reinschickt. Denn je nachdem, was für einen Verdampfer man verwendet bzw. welchen Coil man da eingebaut hat, wir haben hier mal einen älteren Coil ausgebaut und wenn wir uns das anschauen, hier steht jedes Mal drauf 0,5 Ohm und 60 bis 100 Watt, also das wäre die Leistung. 60 bis 100 Watt ist dieser Verdampferkopf zu befeuern. Wer schon mal einen Akkuträger gesehen hat, sieht, dass hier, warte mal, wie kann man das besser sehen, genau hier wäre jetzt bei diesem Akkuträger wären 30 Watt eingestellt. Deswegen sollte man auch beim Befeuern eines Verdampfers bzw. beim Feuern einer E-Zigarette darauf achten, wie viel Watt bzw. auf wie viel Watt dieser Verdampferkopf, den ich eingebaut habe, ausgelegt ist. Also kurz zusammengefasst, wenn man spricht umgangssprachlich mit wie viel befeuerst du deine E-Zigarette, dann meint derjenige, wie viel Watt schickst du in den Verdampfer rein, um den zu befeuern. Das war schon im Großen und Ganzen. Also das Feuern, Befeuern beim Dampfen bedeutet, wie viel Leistung ich mit dem Akkuträger fahre, beziehungsweise mit wie viel Leistung schicke ich in Watt den Strom in den Verdampfer rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.